Hallo, hier ist Ivan von der Tretmühle in Stuttgart und heute sind wir bei KTM in Mattighofen, Österreich eingeladen, damit wir die Modelle 2023 und 2024 sogar sehen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie 24, ist es nicht ein bisschen zu früh? Nein, die Fahrradbranche hat Probleme zu produzieren und deswegen hat man jetzt die Modellreihen zusammengelegt, das ist auch richtig so. Nächstes Jahr werden noch ein paar Fahrräder dazu kommen, aber relativ wenige. Das gilt für 23 und 24. So, wir fangen mit der Prowler-Familie von KTM. Der absolute Flaggschiff für 11.999 Euro ist hier zwar nicht zu sehen, aber hier das Prowler Prestige für 8.899 Euro ist mit einem schönen Carbonrahmen, wie die anderen Prowler übrigens, und hinten mit 27,5 Zoll und vorne 29 Zoll Reifen mit GX-Schaltung, 12 Gänge, drahtlos, sehr starke Sane-Bremsen mit sich sehr gut kühlenden Scheiben und vor allem alle Prowler-Fahrräder mit 170 mm Federweg. Das bedeutet, wenn ihr in den Bergen seid und das Bergab richtig krachen lassen wollt, könnt ihr euch so einen Prowler holen. Und hier, guck mal, mit einem Stahlfederdämpfer. In letzter Zeit nutzt man recht viele Luftdämpfer. Die Stahlfederdämpfer sind sehr fein ansprechbar. Das bedeutet, in den Kurven könnt ihr mit einer richtig hohen Geschwindigkeit fahren, wenn ihr es könnt, natürlich. So, DT Swiss Laufräder runden das Ganze ab. So, jetzt gehen wir zu den ein bisschen bezahlbaren Versionen für 7.199 Euro, das Prowler Master. Eines meiner Lieblinge, muss ich sagen. Also rein von Farbe her, das so bläulich durchschimmernd, also die Carbonfasern drunter werden gesehen, wirklich schick. Hier seht ihr auch ein 3D-Logo. Heute hier bei der Vorstellung sind große Diskussionen entflammt, ob das jetzt schön oder nicht schön ist. Es sind zwei Lager, die sozusagen sich den ganzen Tag verbal bekämpft haben. Es kann sein, dass das hier ein bisschen geändert wird. Also in den Läden könnte es ein bisschen anders aussehen. Aber sehr solide Ausstattung beim Master XD mit 12 Gängen. Sandbremsen, ebenfalls Bosch-Technik mit 85 Newtonmeter und 750 Watt schon Akku und Fox-Federelemente hinten und vorne. So, dann gehen wir zum vierten Vertreter, zum Prowler Elite für 6.499 Euro. Das Rote, mir persönlich gefällt sehr gut, richtig Hochglanz, finde ich super schick, würde wahrscheinlich ein bisschen die Geschmäcker so ein bisschen in zwei Lagern wieder teilen mit XD-Schaltwerk. Die Bremsen sind ein bisschen bescheidener, davor hatten wir die XD-Bremse und das hier ist die M4100 immerhin mit vier Kolben und vorne eine RockShox-Federgabel. Wo man gespart hat, ist zum Beispiel das Display. Dieses Fahrrad hat kein Display in der Mitte, braucht ja auch nichts zum Fahren und kleiner Tipp von mir, das könnt ihr sehr schnell und einfach nachrüsten. Also, wenn ihr ein Display braucht, einfach nachrüsten. So, jetzt kommen wir zu der meistverkauften Familie unter den Elektro-Mountainbikes. Das ist die Capojo-Familie mit 160 mm Federweg. Das bedeutet, ein bisschen breiter einsetzbar. Ihr könnt in den Bergen damit fahren, aber ihr könnt genauso gut am Wochenende auch einfach mal eine kleine, entspannte Runde drehen. Da habt ihr zwei Möglichkeiten bei den Rahmen. Entweder Carbonrahmen oder Aluminiumrahmen. Hier fangen wir mit der Top-Version an. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Das ist irgendwie so dunkelrot, bräunlich, das kann ich auch nicht so richtig erkennen. Und nach hinten geht es allmählich ins Schwarze. Wirklich Sahnehäubchen mit voller XTR-Ausstattung, selbstverständlich mit vier Kolbenbremsen, vorne sogar 203 mm Scheibe, also sehr, sehr schick. Fox, Kashima habt ihr auch da, würde ich gerne haben. So, jetzt kommen wir zum Capojo Master. Das war immer ein Klassiker, wo man sagt, hey, ich bekomme so viel Technik für ein bisschen weniger Geld als bei der Top-Version. Für 7.299 Euro bekommt man eine volle XT-Ausstattung mit Carbonrahmen. Und dieses schwarze Fahrrad könnt ihr auch in 10 oder 15 Jahren sehr gut anschauen. Also es ist relativ dezent und trotzdem hier ein bisschen sportlicher mit den typischen Farben von KTM in Orange. So, da kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten bei den Capojos mit
dem Carbonrahmen. Das ist das Carbohyolite für 6.399 Euro. Also gut bezahlbar, das muss man sagen. Und das, was mich umhaut, ist die Farbe. Wow. Also das da ist Space Galaxy oder wie man es nennen soll in matt. Also wirklich sehr, sehr, sehr schick. Das Fahrrad besticht sofort mit seiner Optik. Mit XT-Schaltwerk. Die Bremsen ein bisschen günstiger als bei den anderen. Trotzdem mit 4 Kolbenbremsen, das ist die M4100 Version. Vorne mit einer RockShox Federgabel und mit einem Fox Luftdämpfer. Solide Ausstattung, wird wahrscheinlich nichts großartig kaputt gehen oder braucht keine besondere Wartung für einen sehr interessanten Preis. Hier ebenfalls wie bei den anderen ein bisschen günstigeren Modellen gibt es kein Display, aber egal, rüsten wir nach, haben wir gesagt, wenn wir es brauchen. Okay, so, jetzt kommen wir zu den Alu-Versionen. Das hier ist die Top-Version von Alu-Carbojos, das ist das 7971 für knappe 7000 Euro. Diese rote Farbe hat heute auch so ein bisschen für Diskussion gesorgt. Der Kollege Carlos, der gerade hinter der Kamera ist, hat gesagt, Hammer. Ich war ein bisschen reservierter und trotzdem wirklich schick mit Fox-Ausstattung und SRAM GX drahtlos 12 Gänge. Richtig schick. Und das Besondere, das gibt es nicht bei vielen Fahrrädern, hier sind die neue SRAM-Bremsen montiert. DB8 und jetzt würde ihr sagen, oh nein, bei den Bremsen, ich will gar keine SRAM haben, die machen Probleme. Die haben hier jetzt Mineralöl. Natürlich hofft man, dass die jetzt keine Probleme machen. So, dann machen wir weiter zu einem richtig, richtig starken Modell. So, mein Baby, heute Abend muss ich mit meiner Frau verhandeln. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist das Carbojo 7972 für 5.899 Euro. Sehr solide Ausstattung, XT, 12 Gänge, Aluminiumrahmen, Fox-Federelemente und, man würde sagen, die Bremsen, das sind Tektro-Bremsen mit 4 Kolben. Achtung, ich fahre jetzt ein paar Cargo-Räder seit ein paar Jahren, die Tektro-Bremsen haben. Ganz ehrlich, bei mir haben sie nie Probleme gemacht. Und gerade habe ich eine 4-Kolben-Bremse am Cargo-Rad. Die funktioniert Bombe. Würde ich einfach so nehmen, wie es da ist. Die Farbe, sehr interessant. Also ich würde es beschreiben, das ist irgendwie so hellgrau oder sowas ähnliches. Also es hat was. Ich hoffe, euch würde es auch gefallen. Wir bringen es definitiv in den Laden. Ich hoffe, dass es möglichst schnell kommt. So, dann kommen wir zum Carbojo 7973. Das ist die günstigste Version von den Alu-Versionen. Was ist der Unterschied zu den anderen? Hier SRAM, Essex, ein bisschen günstigere Ausstattungsgruppe, trotzdem mit 12 Gängen, funktioniert. Bremsen, 4 Kolben von Shimano, die sind zuverlässig, die werden funktionieren. Und das habt ihr jetzt in zwei Farben. Ich sag mal so, das klassische Schwarz mit Orange und hier das Blaue. Mir persönlich gefällt das Blaue ein bisschen besser, aber ich glaube, das wird nicht jedermanns Sache sein. Trotzdem, ihr habt die Auswahl. Für 5.299 Euro könnt ihr durch die Gegend fetzen und ihr werdet viel Spaß haben. Okay, wir gehen zu der Lycan-Familie. Was ist typisch für diese Familie? Die Lycans, sie haben hinten und vorne 27,5 Zoll Räder. Der Rahmen ist recht clean mit 140 mm Federweg. Das bedeutet für alle Tourenfahrer, die keine Heldentaten in den Bergen verrichten wollen, nur einfach sagen, du pass auf, lass mich in Ruhe. Ich will einfach ein paar Trails genießen. Da vielleicht habe ich mal auch einen Rucksack, da will ich ein paar Kilometer mehr irgendwo an einem Fluss entlang fahren. Das hier geht alles mit diesem Fahrrad. Das ist die Top-Version Lycan 771. Ich sage mal so, eher für die Männer. Natürlich können es auch Mädels fahren. Und hier habt ihr das 771 Glorious. In dieser Farbe, die heute auch wirklich die Geschmäcker in zwei Lagen gespaltet hat, das würde ich sagen, ist irgendwie so hell, mint, matt,
Mir persönlich hat das super gut gefallen. Und unsere Kollegin Maria hat es auch gesehen, hat gemeint, Hammer, der Oberbrüller, das würde ich sofort nehmen. Ich muss sagen, ich würde nicht sagen, dass das jetzt nur für Frauen ist. Ich hätte es mir sogar auch gekauft. Top-Ausstattung, voll XD. So, dann kommen wir zum Lycan 77. 2 für 5.299 Euro in Silber. Hier mit der Ohre Schaltwerk und hier auch mit Tektro 4-Kolbenbremsen. Und die Damenversion, guck mal hier, das geht ins Lila, aber eher hell und matt. Ich persönlich finde es sehr edel, haben wir heute wieder hier bei der Vorstellung festgestellt. Das gefällt manchen Männern nicht, aber das ist völlig egal, weil dieses Fahrrad ist eher für die Mädels vorgesehen. Also den Mädels muss es gefallen. Okay, und die Mädels, die sagen, lasst mich groß mit dieser super duper Technik, 700, keine Ahnung was, Wattstunden Akku und viele Newtonmeter. Guckt mal jetzt her. Das hier ist das Fahrrad für euch. Unter 5.000 Euro, 4.799 Euro. Jetzt würdet ihr sagen, warte mal ganz kurz, das ist doch der gleiche Rahmen. Was ist denn da? Achtung, das hier ist die Öffnung für den 750er Akku. Dahinter steckt aber ein 500er Akku. Das bedeutet, wenn ihr sagt, Mensch, das Fahrrad gefällt mir total, es ist preisgünstig, ich würde aber gerne einen 750er Akku einbauen. Kein Problem, das könnt ihr gleich machen. Kostet euch ein bisschen Aufpreis. Ganz schick, mit 10 Gängen. Für die Mädels, die einfach ruhige Touren fahren, 10 Gänge völlig ausreichend. Daher, keine Angst, zuschlagen. Blueberry heißt die Farbe in matt. Ich persönlich finde sie ganz schick. Okay, so, jetzt kommen wir zu den Tourenfahrrädern Chacana. 125 mm Federweg haben alle Chacanas und die haben alle 29 Zoll Räder. Das bedeutet, auf langen Strecken oder einfach auf dem Weg zur Arbeit oder auch zum Bäcker, das richtige Fahrrad, keine Heldentaten. Das hier ist das Chacana LFC mit sehr soliden Schutzblechen und auch mit einer Lampe aus Aluminium. Sie heißt Light Move und heute hat mir ein Kollege verraten, die funktioniert erstaunlich gut. Also traut euch, holt euch das Fahrrad, ihr werdet abends auch sehr gutes Licht haben. Hier hinten mit einem kleinen Gepäckträgerchen, damit ihr eure Taschen einhängen könnt. Und mit einer XD-Ausstattung, die Bremsen sind XD, Schalthebel ist XD, Schaltwerk ist XD und hier, Achtung, Linkglide. Was wird Linkglide? Ihr habt jetzt 11 Gänge und diese 11 Gänge sind deutlich haltbarer als die 12 Gänge, die ihr sonst bekommen würdet. Linkglide ist das System von Shimano, das deutlich länger halten sollte. Also für den alltäglichen Gebrauch genau die richtige Entscheidung. Okay, so, jetzt gehen wir zum Chacana 791. Das ist sozusagen die Top-Version für 6.199 Euro in einem klassischen Weiß-Schwarz. Fox-Federelemente, vorne, hinten, volle XDR-Ausstattung, also keine Kompromisse. Für alle, die sagen, ich will einfach das Beste, da ist es, fertig. Dann kommen wir zum Chacana 792. Ein Fahrrad mit solider Ausstattung für 5.599 Euro. XD-Schaltwerk mit 12 Gängen, 4 Kolben, Bremsen, zwar nicht XD oder Deore, das ist die M4100 und in diesem Orange, dunkel, supersatt, glänzend. Mir gefällt das sehr gut. Der Kollege Carlos hinter der Kamera hat gesagt, das geht gar nicht. Daher, euch muss es gefallen. Daher, wenn es euch gefällt, schnappt es euch. So. Dann gehen wir weiter zum Chacana 591. Das gleiche Spiel wie beim Lycan. Das ist der Rahmen, mit dem auch die 750er Akkus sozusagen auch, in dem sie integriert werden. Aber hier drin steckt ein 500er Akku und deswegen ist das Fahrrad mit 4.599 Euro im Jahr 23 ganz schön günstig. Das muss man wirklich sagen, mit 10 Gängen für diejenigen, die sagen, ich will nicht viel, ich will einfach ruhige Touren fahren. Das ist das Fahrrad. Und jetzt kommen wir zu den Elektro-Hardtails von KTM. Das sind Fahrräder für Puristen. Hinten keine Federung, dafür ein bisschen leichter. Richtig klare Linien, schönes Design. 750er Akku hier, alle Teams und CX-Motor von Bosch.
Das hier ist die Top-Version Team 791 für 5.199 Euro in einer richtig, richtig schicken Farbe. Das ist so dunkelgrün, das so ein bisschen die Farbe wechselt, je nachdem wie die Lichtanstrahlung ist. Mit Dette Swiss hochwertigen Laufrädern, mit einer Fox Federgabel vorne hier, XD-Schaltung mit 11 Gängen. Warum 11 Gängen? Weil es mit Link-Glide ist. Link-Glide gibt es nicht mit 12. Dafür ist es sehr lange haltbar. Und glaubt es mir, ihr werdet wahrscheinlich den 12. Gang hier nicht wirklich brauchen. Nur bei der Top-Version von den Hardtails mit einer verstellbaren Sattelstütze. Richtig tolles Rad. Dann kommen wir zu einem weiteren faszinierenden Fahrrad. 4.399 Euro für das Team 792 Glorious. Das bedeutet für Frauen. Aber warum für Frauen? Nein! Wir würden es auch sehr gerne auch den Männern anbieten. Das machen wir auch im Laden. Ich würde es selber kaufen. Die Farbe heißt Sunset. Faszinierend wechselt auch die Farbe, je nachdem wie die Lichtausstrahlung ist. Und es ist edelmatt. Mir gefällt es total gut. 10 Gänge hinten mit Link-Glide, Deore Schaltwerk, die Bremsen von Tektro mit 4 Kolben und schaut mal hier. Bremsscheiben sind extra dick. Das bedeutet, mit so einer Scheibe könnt ihr deutlich länger fahren als mit den Standardscheiben. Ich kann euch das Fahrrad nur empfehlen. Das hier ist die Nicht-Damen-Version angeblich, die Team 792. Für diejenigen, die sagen, nee, lass mich jetzt mit den Farben, ich will es ein bisschen schlichter und klassischer hier in Schwarz mit oranger Schrift. Die gleiche Technik wie beim Fahrrad vor kurzem. So, dann gehen wir zum Team 793 für 3.999 Euro, also hier kommen wir unter die 4.000 in diesem saaten Orange, was wir bereits auch hier bei den Fullies gesehen haben. Mir persönlich gefällt das, aber wahrscheinlich nicht jedem, mit Deore 10 Gängen. Nicht die Top-Ausstattung, dafür solide gebaut und gut bezahlbar. Und für die Alltagsfahrer kommen wir zu einem sehr wertvollen Fahrrad. Das ist das Machina Team LFC für 4.599 Euro. Warum? Ihr habt für den Alltag Schutzbleche, die sehr stabil sind, aus Vollaluminium. Dann habt ihr 10 Gänge, ebenfalls länger haltbar, Link-Glide von Shimano. Das, was jetzt verbessert wurde fürs Jahr 2023, ist der Gepäckträger. Dieser Gepäckträger kann 20 Kilogramm halten. Bis vor kurzem gab es bei diesen Versionen nur einen Gepäckträger, der 10 Kilogramm gehalten hat. Auch ebenfalls neu, verstellbare Sattelstütze. Super für diejenigen, die bequem ein- und aussteigen wollen oder vielleicht doch irgendwo mit einer Tasche ein bisschen bergab es ein bisschen krachen lassen. Und vor allem mit einer recht aufrechten, bequemen Körperhaltung mit einem verstellbaren Vorbau. Wenn ihr es wollt, könnt ihr es ein bisschen sportlicher machen oder ihr könnt es auch wie ein Trekkingfahrrad auch fahren. Geht alles, sehr interessantes Fahrrad, dunkel, Anthrazit, sehr zeitlos. Okay, dann kommen wir zu den Hardtails mit 625 Wattstunden Akkus. Ihr seht wahrscheinlich, das ist der gleiche Rahmen. Hier könnte auch ein 750er Akku passen, aber es ist ein 625er eingebaut. Das bedeutet für euch, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch ein 750er einbauen. 3.799 Euro, solide Ausstattung, Deore Schaltwerk, Suntour Federgabel, da kann man nichts sagen. In Blau finde ich sogar, sieht sehr schick aus. Okay, und da sind hier die Race-Versionen, die 500 Wattstunden Akkus haben, das 592. Glorious eher für die Damen, farbtechnisch, und das hier ist das 592 für die Allgemeinheit. Und dann kommen wir zum günstigsten Elektro-Mountainbike von KTM. Das ist das Machina Ride 591 mit 500 Wattstunden Akku und mit einem Active Plus Motor von Bosch mit 50 Newtonmeter. Also für ein Mountainbike für die heutige Vorstellung recht bescheiden. Aber für Leute, die sagen, ich will einfach eine ruhige Tour am Wochenende machen, lasst mich mit der großartigen Technik für 2.899 Euro, also unter 3.000 Euro, bekommt ihr ein zuverlässiges Fahrrad. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Fahrrädern von KTM, die einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und hier in Österreich gebaut werden. Ciao, ciao von mir. Ich sabbere schon, weil die Fahrräder so gut sind. Hat der Carlos gesagt, hier hatte ich so ein bisschen Schaum. Ja? Also wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch.